Ein Teil der Brandenburgischen Frauenwoche in Cottbus ist die Ausstellung Vorsicht Frau im IKMZ. Hier werden Frauen gezeigt, die die Stadt in Politik, Wirtschaft oder Wissenschaft mitbestimmen. Eine davon ist Angelika Mettke. Sie beschäftigt sich mit baulichem Recycling an der BTU und wurde im letzten Jahr mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet. Für Sabine Hieke, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, ist sie ein besonderes Beispiel. Das ist der höchst dotierte Preis, den es in Europa überhaupt gibt. Er ist mit 500.000 Euro dotiert. Sie war eine der wenigen Preisträgerinnen, die es überhaupt gibt. Den Preis gibt es jetzt seit 24 Jahren und es wurden insgesamt bisher 7 Frauen im Umweltbereich ausgezeichnet, aber 60 Männer. Auch da sehen Sie wieder, dass es hier schon eine deutliche Diskrepanz gibt, würde ich sagen. Die größten Unterschiede sieht Sabine Hiekel aber im Bereich Politik. In der Cottbuser Stadtverordnetenversammlung sind zum Beispiel 28,3% Frauen. Das sind schon fast 5% mehr als in der letzten Legislaturperiode. Trotzdem ist das noch lange nicht die Hälfte. Auf kommunaler Ebene sehe die Gleichstellung noch schlechter aus. Unter anderem darauf soll die Frauenwoche aufmerksam machen. Dabei soll Frauen auch Mut gemacht werden, sich in Führungspositionen zu beweisen. Im Prinzip muss man erstmal die Frauen selber in der Regel auf die eigene Situation aufmerksam machen. Weil viele Frauen, das ist immer das, was ich in Gesprächen feststelle, gerade junge Frauen sagen, was willst denn du? Die Gleichberechtigung ist doch durchgesetzt, es gibt Gesetze und ich kann alles machen, alles werden. Ich kann sozusagen überall in jeder Karriereleiter hinaufklettern. Es wird dann kompliziert, wenn Frauen eine Familie gründen und das Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf auf dem Tisch haben. Nicht nur deswegen werden Frauen in den verschiedensten Berufen gezeigt. Manche Berufe werden immer noch von Männern dominiert. Die Bilder sollen zeigen, dass auch Frauen in diesen Bereichen erfolgreich sein können.